eine kleine Information im Voraus, und zwar steht in der Beschreibung, stehen die drei Personen oder die Personen, es muss jetzt keine Anzahl sein, ich weiß nicht, wie viel ich jetzt besuche, steht drin, wer alles besucht wird, beziehungsweise, ja, wer alles in diesem Part jetzt besucht wird. Und ansonsten, wenn euer Name nicht draufsteht, könnt ihr es gerne nochmal in den Kommentaren schreiben, wer besucht werden möchte. Einfach euren Spielekürz eingeben. Wenn ihr im letzten Part, beziehungsweise im nullten Part, schon bereits euren Kürzer hingeschrieben habt, dann müsst ihr das nicht unbedingt jetzt nochmal hinschreiben, weil ich habe den Kürzer aufgeschrieben. Ich hatte 17 Anfragen innerhalb 8 Stunden. Innerhalb 8 Stunden habe ich 17 Kürzer genommen, gehabt oder bekommen. Und ja, 3 habe ich jetzt davon ausgesucht. Falls jetzt noch einer dazu kommt, weil die Zeit ausreicht doch, dann nehme ich ein paar mehr natürlich mit. So, und damit herzlich willkommen zum ersten Besuchsvideo. So, der erste Besuch ist nämlich er hier. So, jetzt muss ich kurz meine Liste zugreifen, und zwar Hashtag 8. Ich weiß nicht, wer das ist. GR9Q. GU0U. Wer ist das? Das ist King of Germany wahrscheinlich. Der war ein australischen Club, wollte ich sagen. Nein, nicht mal Club, nicht mal Australien. Österreichischen Clan, so. Er sieht schon mal, ja, ich sehe schon direkt, dass er ein bisschen gewascht ist, weil sein Golem auf Level 1 ist. Na gut, aber nur den Golem, ne? Der Rest ist Max Out Rattus 8. Okay, wir gucken kurz hier so seine Statistiken an. Der hat, ja, 400.000, also 420.000 Gold Elixier. Was mich mehr interessiert, ist dunkles. Das Dunkle. Wie viel Dunkles hast du schon gestohlen? Hm? 8.000 gespendet, das ist nicht viel. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Da, er hat 1,3 Millionen Dunkles. Okay, das ist schon eine Menge. Ansonsten, ja. 124 Kriegsstände für Rattus 9 ist auch nicht sehr viel. Aber er hat Meisterhütte 4, hat er schon. Er hat... Also ein Bauarbeiterbasis jetzt, ne? Er hat 2204 Pokale. Das ist ein sehr hoher Pokalstand. Ich habe das zwar ein bisschen mehr, aber trotzdem ist es sehr, sehr gut, 2200 jetzt schon zu haben. Ich bin jetzt aktuell auf ca. 2300, da variiere ich ein bisschen. Ich glaube, ich bin jetzt 2250 jetzt ein bisschen abgestiegen. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Und ja, ich bin dumm. Und ich erinnere mich auch nicht daran, so. Also, was ich jetzt genau für Pokalstand habe. Tut mir leid, ich habe gerade den Weg geklickt. Mann, warum das denn? Zum Glück habe ich eine Kürze hier irgendwo aufgeschrieben. So, denn das war es ja noch nicht. Wir wollen einmal hier besuchen. Und zwar Rattus 9, wie gesagt. Der müsste frisch Rattus 9 sein. Ah, er ist frisch Rattus 9. Und ich nehme an, im Labor ist gerade der Golem dabei, aufgestuft zu werden. Von daher ist er doch nicht so, also auch nicht minimal gewascht. Alles gut, ich würde nicht als Wascher bezeichnen, wenn hier der Golem gerade braut. Dann ist alles gut, aber er ist schon ein bisschen länger Rattus 9, weil hier er schon die Boogie Queen hat. Und was sehe ich denn da? Er hat schon die Doppelkanone. Er hat schon die Doppelkanone, einen hat er schon. Ansonsten, ja, hier ist ein Armeelager im Ausbau, sein letztes Armeelager wahrscheinlich. Sehr gut, es ist sehr gut, den Armeelager als allererstes zu bauen, weil der halt schon sehr wichtig ist. Da kann man einen Drachen zum Beispiel mehr nutzen für den Drachenangriffe. Oder allgemein 20 Plätze mehr halt, ne? 5 Armee pro Lager. 5 ja, Truppeneinheiten pro Lager. Ansonsten die Base. Ich guck gerade, sein Luftabwehr, würde ich sagen, sind ziemlich weit außen, aber die sind trotzdem sehr schwierig zu erreichen. Wobei, doch, die sind sehr schwierig zu erreichen. Von daher würde ich die Base schon behalten. Ist ja eine Farmbase, ne? Gut, dunkle in der Mitte, dunkle ist sogar sehr zentral mit sich. Das Muster sieht auch sehr schön aus. Sehr schönes Muster, übrigens so spiralförmig. Nur hier fehlt halt Mauern, ne? Hier fehlen Mauern. Ich würde dir empfehlen, dass du zum Beispiel jetzt. Ich muss kurz orientieren. Wobei. Ne, lass diese Base so. Nur die Luftfeger. Okay, der ist ein bisschen deplatziert. Ich würde den eher. Wenn ich du wäre, dann würde ich den Luftfeger. So, hier pusten lassen, also in diesem Gebiet hier. Ups, in diesem Gebiet zwischen Luftabwehr und Rathaus, dazwischen würde ich den Luftfeger hinfegen lassen. So. Ansonsten sehr gute Base.
Ja, ansonsten sehr gute Bits. Ich kann nicht meckern. Klarburg auch innen. Top-Burg, von daher gibt es da. Ja, ich würde sagen 4 Sterne. Man kann es ja kaum besser machen. Das ist ja frisch. Ja, eher frisch. So, wir gucken jetzt hier. Meisterhütte 4. Solche Basen mag ich. Also, na gut, ich würde die Base, sage ich noch, zu 100% schaffen, denn ich würde von hier oben mit Baby Dragon angreifen. So, die beiden Gebäude kurz anvisieren, damit das ja nicht reagiert. Okay, Bogenschützen zum Wit reagieren. Und dann halt immer nachsetzen, immer zur Mitte. Und dann werde ich halt das, die Meisterhütte schnell kaputt haben. Und hier Kracher und hier ist wahrscheinlich Tesla. Das sieht zu eindeutig aus. Ich würde vielleicht empfehlen, dass du den Bogenturm vielleicht mit der Kanone taust. Aber kannst du natürlich auch so lassen. Ich weiß ja nicht, wie die Gegner angreifen. Wenn hier zwischen so zum Beispiel Luftfallen sind, dann ist es eine gute Base. Es ist wirklich auch für mich sehr schwierig, 3 Sterne zu holen. Von der hier gute Base. Hier will ich auch 4,5 Sterne geben. Weiter so. Behalte die Base einfach. Ich habe nichts gesagt. Behalte die Base einfach. Die ist eine. Das ist eine gute Base. So. Der nächste, der besucht werden möchte, oder ja, der besucht werden möchte und besucht wird, er hier, VVY09R. So, er heißt aber Hallo. Rathaus 9, der ist, müsste ziemlich, der ist ja fast Max Out. Rathaus 9, da sehe ich schon seine Helden. Der hat doch ordentlich was gefahren, bestimmt eine Milliarde, 1,1 Milliarde Gold, 1,1 Milliarde Elixier. Sehr, sehr nice. Das ist wirklich sehr viel. 4,5 Millionen Elixier, dunkles Elixier. Das ist schon ein bisschen krach, also krass. 5 Adler-Artillerien. Wir gucken kurz, Meisterbauhütte, der ist bei 2053 Pokal. Ist auch ein gutes Ergebnis. Wird ein Gebäude entwickelt, okay. Wird ein Gebäude entwickelt. Nächste Generation. Egal. So, das war sein Dingens hier, sein Profil. Ich finde das Profil schon sehr überzeugend und die Base sieht auch sehr überzeugend aus. Okay, Bombenturm, ich weiß nicht, was er in der Mitte macht. Der ist eigentlich ziemlich schwach. Ich würde da vielleicht mit. Ja, Luft. Nee, ich würde da. Ich würde die Queen in die Mitte setzen. Hallo. Hallo. Ich würde an deiner Stelle Queen mit Bombenturm tauschen, weil der Bombenturm ist ziemlich schwach. Also. Nicht, der ist nicht so stark, dass er in der Mitte sein muss. Da ist die Queen viel besser in der Mitte zu platzieren. Da kann man die Queen sehr, sehr schwierig erreichen. Wo ist der King? Der ist hier. Okay, beide Helden im Bau. Das heißt, ja, der Barber King geht auf 30. Der ist ja fast fertig. Sehr nice. Luftfeger, okay. Der Luftfeger und der hier ist wirklich sehr deplatziert. Ich würde empfehlen, dass der vielleicht Luftfeger. Also, entweder zur Mitte. Beide Luftfeger oder je ein Luftfeger auf einen. Auf eine Luftabwehr. Würde ich dir dringend empfehlen. Ansonsten ist es eine sehr gute Base. Wie gesagt, Queen mit dem Bombenturm tauschen. Der Bombenturm, der ist nicht stark. Der ist da nicht stark in der Mitte. Ansonsten alles sehr gut geschützt. Doppelte Mauer. Behalte. Mach das, was ich gesagt habe. Ansonsten kannst du die Base behalten. Nur, dass sie. Ach, hier sieht man die Doppelkanone. Nur, dass sie Bogie. Schützturm zu weit außen stehen. Die steht gut, die steht gut, die steht gut, die steht gut, aber die finde ich ein bisschen zu weit außen. Ich würde es irgendwie ein bisschen weiter mittiger probieren. Ich wüsste aber auch nicht wie. Ansonsten gebe ich einfach 3 Sterne für die Base. So, Meisterhütte 4. Okay, also mit Baby Dragon wird es auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, hier 3 Sterne zu holen. Ist eine gute Base, ja. Mit Lakaien und Baba. Ne, mit Lakaien greifst du. Und Baby Dragon greifst du an, okay. Kann man natürlich auch machen. Wir können hier sein Profil gucken, ne? Baby Dragon Level 5. Ja, macht Baby Dragon auf 8 hoch. Die sind richtig stark. Machst du vermutlich auch mal. Ansonsten, ja. Sehr gute Base. Ich will hier sogar 4 Halbstände geben. Ich wüsste nicht, was man dafür verbessern kann. Vielleicht den Kracher hier hinsetzen. Zwischen der Kanone und dem Bogiturm. Und da vielleicht die Tesla. Würde ich vielleicht an deiner Stelle machen. Ansonsten, ja. Also, das ist eine gute Base. Behalt die so. So, und der letzte. Oh, der will Beben. Gut, Beben gebe ich ihn jetzt. Der letzte, der jetzt in diesem Part besucht wird. Übrigens, wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen oder mich abonnieren, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Wenn ihr besucht werden wollt, schreibt in den Kommentaren euren Spielerkürzel ein. Dann werde ich euch. Ja, ich lose aus, also ich mache wirklich zufällig, lose ich aus, wer besucht wird. Und die werden halt besucht. Ganz einfache Logik. Jeder hat gleiche Chancen. Ihr dürft auch mehrere Accounts von euch da anwerben.
für Besuche. So, Polarhase. Hallo, Polarhase. Schön, dich mal zu sehen. Rathaus, 27. Kriegssterne. Ja, also vom Profil her nicht ziemlich stark. Du hast noch den Barber King noch nicht. Na gut, du bist, ich würde mal sagen, frisch Rathaus 7. Aber 1400 Pokal ist wirklich sehr wenig. Du bist bei Aquanti 5. Der Anführer. Warum? Okay. Ja, hat sich wohl aufgelöst. Ja, 150 Kriegsstände hast, Kobelstände hast du noch nicht, aber ist der Rathaus 7. Also bei Rathaus 7 braucht man das auch nicht zu erwarten. Sonst, ja, 204 Mehrspielerkämpfe gewinnen, das ist eigentlich wenig, würde ich mal sagen. 949 Dunkel, das ist auch sehr wenig, aber du bist frisch Rathaus 9, von daher geht das noch. Ich habe jetzt Elixier und Gold verpasst. 11 Millionen jeweils. Okay, du hast 62 Kriegsstände. Ist auch sehr wenig. Du bist nicht sehr Kriegs-, Klankriegsaktiv. Meisterhütte 3. Okay, es ging vielleicht höher, aber ist in Ordnung. 202. Okay. Von den Pokalen her geht es auf jeden Fall viel, viel höher. Das ist wirklich. Ich muss sagen, 250 ist für meine Verhältnisse gar nichts. Ab 1000 kann man sagen, okay, der ist relativ gut dabei. Nein, ich habe weggeklickt. Nein, ich habe weggeklickt. Aber wie gesagt, 250 Pokale, das ist wirklich nichts. Dann erwarte ich auch nicht, keine so starke Base. Überhaupt, sage ich es einfach mal. So, besuchen, Mann. Sorry dafür. Guck mal. Free! Ja, wieso sollte ich dich jetzt besuchen? Also, du hast einen Free Loot Account Base. Habe ich es auch aktuell aktiv, aber nur für dieses Video jetzt. Werde ich nachher eventuell wegmachen, also umstellen. Ja. Ich kann dazu nichts sagen. Ich sag mal 2017. Okay. Ich gebe dir mal quasi 0 Sterne, weil ich wirklich richtige Basen bewerten möchte. Wobei, nee, ich sag aber keine 0 Sterne. Ich sag nicht mal 0 Sterne, sondern auch nicht runter. Ach, ich habe nichts mit Sternen gesagt. Habe ich schon mit Sternen gesagt? Nö, ich habe nichts gehört. Ja, ich gebe einfach dazu keine Bewertung ab, weil, naja. Vielleicht hast du damit aufgehört mit Clash of Clans, weiß ich nicht. Ich gucke mir die Hütte an, ja. Meisterhütte 3. Also so gut wie jeder, wenn er nicht dumm ist, der würde. Also sage ich mal, der Gegner greift mit 12 Bogies an, ne? Setzt hier 3 Bogies hin, da 3 Bogies. Das ist Level 1 oder? Ja, Level 1. Und hier die restlichen Bogies hier. Und dann hat er alle Verteidigungsgebauten. Ich weiß nicht, wo die Tesla ist, wahrscheinlich hier. Oder er hat gar keine Tesla. Also die Base ist wirklich nicht. Also, ja. Ich sag einfach mal, die ist schlecht. Deswegen nur ein Stern. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, wenn du noch da aktiv überhaupt bist, weil du siehst nicht sehr aktiv aus. Ah doch, du bist noch da. Du bist noch da, okay. Ich würde dir empfehlen, dass du halt deine Base umstellst, ein paar Büsche und so aus deiner Umgebung entfernst. Damit du ein bisschen mehr Platz hast, für die ganzen Gebäude aufzubauen. Wie gesagt, ich würde die Kanonen, Doppelkanonen und Bogenschützenturm bisschen versteckt hinter anderen Gebäuden halten. Das heißt, wenn hier ein anderes Gebäude stünde, dann wäre es noch in Ordnung. Hier würde ich vielleicht die Kanone mit Armeelager tauschen und. Ja, du musst einfach den Base komplett umstellen. Ganz paar Mauern bestimmt noch machen. Bau die Base komplett um. Man kommt viel zu leicht in Doppelkanone Kanone und den Bogenturm an. Und dann hat man sich zu 100% zerstört. Ansonsten, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen natürlich. Wenn ihr mehr sehen wollt, Abo da lassen, damit ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst. Ansonsten sehen wir uns zum nächsten Part beim Besuchsstream. Beim Besuchsvideo. Ich bin nicht in einem Stream. Angewohnheit. Und wenn ihr besucht werden wollt und noch in diesem Part nicht besucht worden seid, habt entweder Geduld, wenn ich schon euren Kürzel hingeschrieben habe. Ihr dürft ihn gerne nochmal unter den Kommentaren schreiben. Ich sehe das dann. Okay. Ich sehe das dann, aber ihr habt keine erhöhte Chancen, besucht zu werden. Ich sehe einfach nur, dass ihr aktiv da seid und wirklich besucht werden wollt und nicht nur einfach kurz eingeht und nichts mehr weitermacht. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part von Besuchen. Wenn ihr besucht werden wollt, schreibt euren Spielerkürzel in die Kommentare. Ciao, euer MüffelP.